warum sollte ich als Übernehmer nochmal meine Qualifikationen prüfen? Ja, die Qualifikation ist meistens ja aus dem fachlichen, aus dem Angestellten-Dasein, aus Sicht des Übernehmers jetzt klar. Aber wenn ich jetzt Unternehmer werde, dann habe ich natürlich andere Fragestellungen, auch Personalführung. Ja, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wie mache ich den Vertrieb, wenn ich jetzt zum Beispiel eher in der Technik zu Hause bin? Und da ist die Frage natürlich, brauche ich noch zusätzliche Kenntnisse? Und wie bin ich auch emotional eingestellt auf die Mitarbeiter, auf die Kunden? Das heißt also, da ist natürlich in der Persönlichkeitsbildung sicherlich das eine oder andere noch notwendig, das über das Fachliche hinausgeht. Vielen Dank. Bitte.